Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Julius oder Whisper President und heute gibt's ein Unboxing von einem elektrischen Multifunktions-Herdtrimmer. Das ganze Video ist gesponsert von YABIFE. Ich bin mir nicht genau sicher. Wie es ausgesprochen wird, aber ja, zuerst das Intro. Atmung. At ease. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Weihnachten. Jetzt sind es nur noch ein paar Tage, dass das neue Jahr beginnt. Vielleicht guckst du das auch schon im Jahr 2024 oder 25 oder 26. Und ich hoffe, ihr kommt alle gut ins neue Jahr oder seid reingekommen, falls ihr es später seht. Ja, die Firma hat mich angeschrieben, gefragt, ob ich Bock habe, das Produkt vorzustellen, habe ich gesagt, natürlich, mache ich gerne. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, sondern direkt ins Unboxing rein. So. Erstmal haben wir hier ein paar Certificate of Lifetime Warranty. We spent a whole year on this product design and quality testing. We are confident to provide lifetime warranty for every order. Ja. Mal ein paar Sounds damit. Alle Zubehörteile sind Verbrauchsmaterialien. Ach, ich doch auf Deutsch. Alle Zubehörteile sind Verbrauchsmaterialien. Die Garantie beträgt ein Jahr. Aber wir bieten Ersatz bei Amazon. Ich verstehe natürlich nicht, was das bedeutet. Hier steht lebenslange Garantie. Tja, was soll ich sagen? Amazon verkauft automatisch Artikel, die andere Verkäufer zurückgegeben haben. Die Verkäufer konnten sich nicht dagegen wehren, wenn sie einen gebrauchten Artikel erhalten haben. Wenden Sie sich bitte an uns, um Ersatz zu erhalten. Okay. Okay. Hier ist eine Gebrauchsanleitung. Ganz klassisch. Informationen. Ist im Endeffekt alles egal. Interessiert uns nicht. Let's go into the unboxing. Hier ist der Rasierer und die Aufsätze. Falls du Bock hast, dass ich damit ein Freund schneidet dir deine Haare. Roleplay. Was sagst du? Was sagt ihr? Lasst mich in den Kommentaren wissen. Okay.
finde ich. Guck mal, man sieht im Hintergrund. FIFA. ja, ist sehr schwer. Das sind echt krasse Crinkle-Sounds. Sehr laut, aber ich zeige es euch hier. Er hat 73% Akku. Und der hat Power, Alter, der ist krass. So, machen wir damit mal ein paar Geräusche. Aufsatz drauf. Hier sind die Aufsätze noch drin. Wie mache ich das? Das kriege ich auch hin, ohne die Gebrauchsanleitung zu lesen, oder? Mache ich das? Ach krass, da ist auch ein Nasentrimmer drin. Wie cool. Nasenhaartrimmer. Den drauf kriegen. Ich glaube, das ist einfacher. Ah ne, ich sehe es. Ah, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Okay. So, jetzt ist er drauf. Wahrscheinlich erst abmachen. Ja, macht Sinn, aber wie geht das? Brauche ich dafür einen Schraubenzieher? Eigentlich nicht, oder? Lesen wir mal. Hier. Ah, wie man die Klinge entfernt. Legen Sie den Daumen auf den oberen Teil der Klinge.
drücken Sie kräftig, bis die Klinge abfällt. Also runterschieben. Sieht genauso aus. Hier. Den Finger da oben drauf und dann drücken. Moment, vielleicht mache ich das mal mit einem. Nee, also das. Sein. Ja, easy. Easy. Okay, was gibt's noch? Hier, so ein Aufsatz. Interessant. Das spannendste Video. Ich hoffe, das war irgendwo
entspannend. Ja, lass mich wissen für ein schönes Haircut, Roleplay. Und ja, danke nochmal an Ja Beef fürs Sponsoring. Ja, ich werde einen Link nach unten tun, falls du das Produkt mal auschecken möchtest. Das letzte Mal, komischerweise, habe ich es auf Amazon versucht zu finden. Da war es ausverkauft bzw. nicht mehr erhältlich. I don't know. Aber ja, es war ja trotzdem, finde ich, ein entspanntes Video. Ich mag Unboxings, auch wenn es manchmal vielleicht das nicht das Spannendste, aber darum geht es ja gar nicht bei ASMR, sondern dass man sich entspannt. Genau. Damit verabschiede ich mich bei euch und wünsche euch noch einen schönen restlichen Abend oder eine schöne restliche Nacht oder einen schönen restlichen Morgen, je nachdem, wann du das Video schaust. Wir sehen uns am Sonntag, an Silvester, wieder. Die letzten zwei Videos waren jetzt, das eine war am 24. und das nächste jetzt, also heute am 27. und das nächste einfach am 31. Naja, ist nicht so perfekt für mein Upload. Also mein Uploadplan ist dahingehend nicht so perfekt, weil viele Leute halt unterwegs sind und sich nicht auf YouTube irgendein Video angucken. Aber das ist okay. Das ist okay. Ich mache ein einfaches Video als nächstes. Vielleicht einfach ein paar PlayStation 5 und PlayStation 4 Controller Sounds. Auch entspannt. Ja. Halt die Ohren steif. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.